Heute mal das Trainingsvideo mit Kommentaren meinerseits hier aus der Vertonung. Ihr seht hier ein paar Clips, was euch gleich im Video erwartet, und ich werde euch versuchen, dann eben mehr zu erzählen, was ich mir bei gewissen Übungen gedacht habe, damit ihr es auch in euer Training einbauen könnt. Nach der allgemeinen Erwärmung würde ich euch empfehlen, ein paar Stabilisierungs- und Aktivierungsübungen einzubauen. Ihr könnt diese einfach kopieren. Die sind einfach nur wichtig, damit eure Torhüter dann irgendwann sich diese Sachen nach dem Aufwärmen eben eingespeichert haben, gemerkt haben, als System verinnerlicht haben, da das im Alter dann immer wichtiger wird. Vor allem bei Jungtorhütern könnt ihr da viel bei rausholen. Bei der Übung ist es zum Beispiel wichtig, die ischokreale Muskulaturkette aufzuwärmen. Da wollen wir, dass die Beine komplett gerade sind, ohne dass die Hüfte den Boden berühren, und langsam wieder zurückgehen. Danach könnt ihr irgendeine Hand-Auge-Kondition für eure Torhüterin einbauen. Ich mag eigentlich die, wo der Torwart stationär eben immer einen Tennisball fangen muss auf einem Schaumstoffpad. Aber hier sehe ich auch schon, okay, ich sollte vielleicht bewegende Hand-Auge-Kondition-Übung des Öfteren in mein Training mit einbauen. Da ich Werferin eingeladen habe, um mein Training mitzumachen, wollte ich noch, dass wir als Gruppe ein paar Spiele spielen. Das erste Spiel war Eck aufmachen oder Schweinchen in der Mitte. Für Torhüterin ist es sehr interessant, weil diese dann in der Mitte immer den Höhensitz des Öfteren ausführen können. Ich glaube, das Spiel ergibt schon für sich selber Sinn. Die SpielerInnen haben 2 Ballkontakte und müssen 10 Pässe schaffen, und die Person in der Mitte versucht, den Ball zu kriegen. Dann haben wir noch Spikeball gespielt. Ich würde euch immer empfehlen, wenn irgendwie nicht nur Torhüterinnen dabei sind beim Training, dass ihr als Gruppe ein paar Übungen macht, damit die Stimmung einfach ein wenig aufgeheiterter wird und damit das Training allen wirklich Spaß macht. Die Jungs wollten Spikeball spielen und das habe ich denen auch machen lassen, und es ist auch eine ganz gute Übung für die Hand-Auge-Kondition. Jetzt einfach eine Wurfserienfolge. Am Anfang entscheide ich immer, wo der Wurf aus dem Rückraum sozusagen kommt, dann gehen wir zu halb, es gibt Nullwinkelwurf, dann wieder in die Mitte, wo wieder ein Rückraumwurf simuliert wird, dann wieder auf halb, wo wir dann den Kick machen. Diese Übung ist einfach nur da, damit wir fundamentale Bewegungsfolgen erlernen und sicher haben, zum Beispiel den Nullwinkel. Da will ich im Spiel, dass kein Ball reingeht, außer vielleicht ein Dreher mal. Aber in unserer Liga ist das ja unwahrscheinlich. Und ich würde es unfair finden, wenn ich mit meinen Torhütern eben das nie trainieren würde und dann in dem Spiel sage, warum hast du den Ball nicht gehalten? Ungefähr wie in diesem Beispiel hier. Deswegen versuche ich das eben öfters in mein Training einzubauen, dass das für die, wie das Aufwärmen und die Aktivierung danach, einfach ganz trockene Abfolge sind und sie nicht viel nachdenken dabei müssen. Ich zeige jetzt auch gleich mal im Werfer auf halb, dass wir bei trockenen Technikübungen für den Kick tendenziell immer so nah wie möglich an den Torhüter ran wollen, da der Winkel kleiner ist und wir den Ball deutlich wahrscheinlicher treffen. Ich als Mittelperson hier entscheide sozusagen immer das Tempo, und mit meinem Prellen geht es dann sozusagen immer in die nächste Position oder in den Wurf. Und ich mache eben einen Rückraumwurf und gehe mit meinem Fuß ganz aktiv in eine Richtung, damit der Torhüter weiß, wohin geworfen wird. Die Würfe sollen jetzt nicht bitte mit 110% geworfen werden, da es die erste Übung ist, die wir jetzt machen im Training, und der Torwart sozusagen noch eingeworfen werden muss. Die nächste Übung dient zur Abwehr von Hellen im Anker, die in die kurze Ecke kommen. Das ist das erste Mal, dass mein Torwart diese Technik so ausführt. Deswegen bin ich noch nicht ganz penibel, was Perfektionismus angeht. Die Spieler steigen eben immer aus ungefähr der Position, wo eine Ankersituation Sinn ergeben würde, auf einen Kasten und helfen dann in die kurze Ecke. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, so wie hier zum Beispiel müssen die Beine richtig zu, damit die kurze Ecke komplett abgedeckt ist, aber erstmal Trainingseinheit. Dann bauen wir eine Differenzierung ein, wird sich hingesetzt, geht es in den Höhensitz, lang unten, und steht der Spieler oder die Werferin auf dem Kasten, wird eben kurze Ecke oben geworfen. Die Differenzierung ist einfach nur dazu da, dass das Pattern Recognition System, also das Unterbewusstsein des Torhüters, eine Differenzierung machen kann und diese Differenzierung merken kann. Die Basislogik ist einfach, wenn flach abgesprungen wird oder schlecht abgesprungen wird, ist ein flacher Ball und damit unsere angebotene Ecke deutlich wahrscheinlicher, als wenn sauber abgesprungen wird und dann eben doch in die kurze Ecke noch geworfen wird. Deswegen will ich, dass mein Torhüter sich sozusagen unterbewusst oder in dem Pattern Recognition System merkt, Spielerin springt flach ab, dann gehe ich auch flach mit. Und anscheinend hat mein Torwart es doch dann noch gelernt irgendwie. Dann bauen wir eine Bewegungspositionierungsvariable mit ein. Einfach nur vorher aus der Mitte anfangen, beim Prellen des Spielers zur Halbposition, dann in die Ankerposition, und dann gibt es die Differenzierung. Alles einfach nur, damit die Abläufe spielnah sind und dass die Abläufe eben
sehr oft wiederholt werden, damit alles irgendwie später dann im Spiel oder im Mannschaftstraining schon bekannt ist, dass die Bewegung von Mitte zu Halb, von Halb zum Anker alle schon mal gemacht worden sind, dass keine neuen Situationen im Mannschaftstraining oder in dem Spiel selber eben vorhanden ist. Wie bereits gesagt, Timing zum Beispiel eine kurze Ecke in der Kerze ist natürlich nicht perfekt. Manchmal geht es mir auch ein bisschen zu früh da los, aber es ist die erste Einheit, wo wir diese Technik gelernt haben. Deswegen würde ich euch auch da raten, nicht zu perfektionistisch zu sein, da das dann meistens in der zweiten, dritten Einheit eben Thema ist. Hier bin ich erstmal froh, dass der Torwart sich traut, diese Technik dann eben auszuführen. Dann machen wir den nächsten Schritt in der Spielnähe. Wir starten immer von halb und die WerferInnen gehen dann eben gegen die Hand oder hier bei halb rechts mit der Hand, verschlechtern sozusagen ihren Wurfwinkel. Das ist die Situation, wo wir den Anker haben wollen. Dann wird lang unten geworfen, steigen sie auf den Kasten, simulieren wir dann sozusagen wieder eine bessere Wurfsituation und wir spekulieren kurze Ecke. Hier eine Übung für außen. Ich benutze den Kick ganz bewusst. Ich persönlich finde den Kick zum Beispiel auf außen, wenn wir die kurze Ecke anbieten, nicht effektiv, einfach weil wir 50% des Tores auch offen lassen. Allerdings hat der Kick einen größeren Lerneffekt, welchen ich später beschreiben werde. Diese Übung ist sehr simpel. Die SpielerInnen prellen, bevor sie auf den Kasten steigen, dann kommt der Torwart eben aufs gelbe Hütchen raus. Dabei wird ein Angebot simuliert auf außen und er muss es dann zumachen. Nächster Schritt ist dann, dass die WerferInnen eben wirklich mit Anlauf und mit den drei Schritten anspringen, damit unser Torwart eben da das Timing lernt. Wie ihr seht, er hält ein paar Bälle mit dem Kick, aber einerseits, wie gesagt, machen wir 50% der Ecke auf, die wir anbieten, und andererseits könnt ihr aussehen, dass in der kurzen Ecke oben, wo der Kick ja eigentlich effektiver sein sollte, auch relativ viele Bälle reingehen. Das habe ich zum Beispiel jetzt hier mit meinem Torwart diskutiert. Ich habe ihn gefragt, wie hoch er seine Paradenquote gerade einschätzt, und die war nicht ganz so hoch. Nicht hoch genug für uns beide oder für mich, das habe ich ihm dann gesagt, nicht hoch genug, dass die Technik effizient genug ist, dass wir sie benutzen sollten, wenn wir einen Zielbereich anbieten. Zielbereich hier wäre eigentlich kurze Ecke, da wir keine Differenzierung in hoch-flach machen können, gerade auf dem Niveau. Und wenn wir aber dann sogar dem Kick noch eine Hilfestellung geben und sagen, Zielbereich oben nur, können wir aussehen, dass der Kick selbst oben nicht super effizient ist. Deswegen habe ich ihm gesagt, er soll eine Technik benutzen, die ich ihm als allererstes auf Außen mitgegeben habe. Da war sein Timing aber damals nicht perfekt oder immer viel zu früh. Aber durch das Trainieren des Kickes auf Außen hat er jetzt deutlich besser ein Gefühl dafür, wann er seine Bewegung in die kurze Ecke initiieren muss. Und ihr seht auch schon, es gehen nicht natürlich, werden nicht alle Bälle in der kurzen Ecke gehalten, aber wir machen unten weniger auf und die Bälle, die hier reingehen würden, bei dieser Bewegung wären auch beim Kick reingegangen. Wir erweitern die Übung und nehmen noch den Halbspieler mit. Hier können wir zum Beispiel sehen, war er nicht früh genug fertig, um die Bewegung auszuführen. Und der Halbspieler hat drei Möglichkeiten. Das ist Möglichkeit 1, gegen die Hand gehen, dann Anker, lange Ecke. Möglichkeit 2 wäre, okay, die weitere Möglichkeit ist natürlich immer den Außen anzuspielen, aber der Halb hat eigentlich noch die Möglichkeit, auf den Kasten zu steigen, dann Anker in die kurze Ecke. Hier mal wieder gegen die Hand, also lange Ecke. Oder eben, es wird in die Mitte gezogen und dann würde ich eigentlich einen Wurf in die Kurzecke sehen, aber das hat der Kollege hier nicht gecheckt. Das ist wieder eine etwas spielnähere Übung und wir bauen das immer so weiter auf. Und ich zum Beispiel als Trainer kann dann erkennen, okay, woran muss ich mit einem Torwart noch arbeiten, wenn wir dieses spielähnlichen Muster haben. Woran hat es gelegen, dass gewisse Bälle reingehen? Welche Paraden hat er gut gemacht? Das würde ich halt bei rein Technikübungen, die nicht spielnah sind, nicht wirklich gut erkennen können. Natürlich, das ist auch nicht so spielnah wie ein Spiel, aber deutlich spielnäher als Bushido-Torwarttrainerin. Der finale Aufbau, die letzte Übung sozusagen, ist dann einfach nur, dass wir die Halbposition auf beiden Seiten haben und die Halbposition dann eben eine klare Situation haben. Gehen sie gegen die Hand, gehen sie mit der Hand, wie gerade eben gesehen, kurz wurfen die kurze Ecke von halb links und in die lange Ecke von halb rechts, gehen sie auf den Kasten rauf, ankern die kurze Ecke, Anker ist das, wo mein Torwart immer in die tiefe Position am Pfosten geht. Ich habe das schon sehr oft benutzt, aber ich muss dazu auch mal ein eigenes Video machen. Und gehen Sie wie hier mit der Hand mit oder einfach in die schlechte Wurfposition, dass wir auf halb rechts mit der Hand mitgehen, halb links als Rechtshänder dann eben nach links gehen. Dann wird lang unten geankert und alle Rückraumspieler dürfen auch den Rückraum aufwerfen.
Diese spielnahen Übungen sind athletisch und ausdauermäßig nicht so fordernd. Allerdings sagen sie mir als Torwarttrainer sehr viel, woran ich die nächsten paar Wochen wieder arbeiten muss mit meinem Torwart. Ich kann hier zum Beispiel, nicht hier, aber in den paar Bewegungen, die wir aus den Anker-Situationen die lange ergründen hatten, eben gut erkennen, dass mein Torwart den Abdruck nicht so sauber ausführt, wie ich es gerne haben wollen würde und wie er es auch schon mal gemacht hat. Das heißt, der Torwart drückt sich gerade nicht in den Höhensitz, sondern fällt einfach nur runter und fährt sein eines Bein aus, um den Ball zu halten und hofft dann abgeworfen zu werden. Das heißt für mich als Torwarttrainer in den nächsten paar Wochen mehr wieder Abdruck zu trainieren im Höhensitz. Das machen wir dann beispielsweise durch Blockbewegungen aus dem Futsal oder Fußball oder ganz aktive abdruckfokussierte Höhensitzübungen. Außerdem ist es für den Torwart sehr praktisch, da wenn ich immer werfe, er immer sozusagen ein gleiches Wurfbild hat, aber wenn Werfer aus seinem Team sozusagen werfen, ist es, denke ich, deutlich wahrscheinlicher, dass er dann auch im Mannschaftstraining sich traut, gewisse Bewegungsabfolgen auszuführen, die er mit mir im trockenen Torwarttraining sonst nur macht, da es dann wiederum näher am Mannschaftstraining ist, wenn seine Leute aus der Mannschaft eben dann die Würfe ausführen. Das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen Input geben, warum ich mein Training so gestalte, wie ich es mache. Like, teilt und kommentiert das Video gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal. Thank you.